Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, ich bin gerade eben aufgestanden, es ist wieder Tag und wir machen weiter. Ich habe mir übrigens einen Plan gemacht, was wir denn jetzt noch so alles machen wollen. Demnächst erstmal hier rausfinden. Ich kenne mich wieder aus. Ja gut, wir machen erstmal weiter mit den Weiden, dass wir da Tiere drauf... Oh Mann, ich muss eben mal die Musik ein bisschen leiser machen. Ja, okay, so. Ich finde Minecraft ein bisschen leise jetzt hier. Naja, wir lassen es mal so. So, ja, das ist jetzt ein Schweinchen, das hat Spaß gemacht. Da will ich gerne noch... Habe ich denn... ich würde sagen, wir machen das alles auf einmal. Fertig. Oh, hier ist ein Ei, das kann ich mal in die Gegend schmeißen. Ja, hier so. Ne, kommt nichts raus. Okay. Dann will ich mal schauen. Ah, nee, ich muss erst nachher. Genau. Dann gehen wir doch mal. Nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Aber ich brauche doch Knochenmehl. Habe ich nicht da. Ach, ja. Egal, ich gehe jetzt zum. Moment, richtige Taste hier. Zum Lager und hole mir da was. Was hatten wir da? Ein bisschen Stroh könnten wir auch mitnehmen, oder? Ja, klar, warum nicht? Okay, so, wir brauchen... Knochenmehl haben wir doch da. Sollte ziemlich viel da sein. Nö, ist aber nicht. Hey, wo habe ich denn Knochenmehl? Da irgendwo? Nee, auch nicht. Ich habe doch letztes Mal so viel Knochenmehl gemacht. Oder zumindest Knochen. Wo sind die denn hingekommen? Dann habe ich die doch in der Kiste gesteckt. Oder nicht gespeichert. Ja, gut. Was haben wir an Stroh? Müsste dann hier drin sein. Hier nehme ich mal ein bisschen was mit. Okay, wir müssen doch wieder zurück ins andere Lager. Ja, so ein bisschen Buschzeug hier. Gut, schauen wir mal. Wo muss ich denn jetzt hin? nee, zum Bauernhaus nicht. Hier Kreislauf, so. Naja, nach der langen Aufnahme habe ich erst eine Pause gemacht. Von daher ist mir das immer noch nicht so ganz geläufig. So, wir schauen uns mal ins andere Lager. Da können wir mal an den Bäumen vorbeilaufen und schauen, was aus denen geworden ist. Ob die denn schon gewachsen sind. Oh ja, hier noch ein bisschen Spinnennetz. Oh, das sieht auch schön aus hier mit den Pflanzen da. So, hier haben wir doch Bäume. Ja, der ist okay, wobei das bei dem sowieso nicht so wichtig ist, wie hoch der ist. Hier, ja gut, das dauert eben noch. Die sind noch nicht gewachsen. So, dann müssen wir mal hier schauen. Ja, hier, guck mal hier, da jede Menge Knochenmehl. Hier haben wir noch ein Ei. Dann nehmen wir noch mal hiervon was mit. So, und das auch. Platz haben wir, ja. Das mit den Zäunen, ja, das bleibt noch mal alles da. Das kann erstmal weg, das... Ja, das auch. Ach, egal. So, ich will jetzt was bauen. Also, ich habe mir überlegt, wo ich noch weitere Weiden hinmachen will und was ich noch so da bauen will, aber wir machen jetzt mal alles Terrainer. Oh ja, wir nehmen uns noch mal eine kleine Inspiration mit da vorne. Und wieso habe ich kein Schwert in der Hand? Das ist eigentlich Standard. Hier noch einen Knochen einsammeln. So, was haben wir hier? Ja, so eine Wassergrube hier. Und das da, ja, das finde ich jetzt nicht so wichtig. Obwohl das eigentlich schon cool aussieht. Ah, doch, das machen wir schon. Ich habe eine Idee. Habe ich gerade Holz da? Natürlich nicht. Okay, wir müssen nochmal zurück ins Lager. Aber das will ich eigentlich gerne machen. So, wir brauchen... Also dann doch Kessel. Sechs Stück vielleicht ein bisschen wenig. Wir bauen einfach mal noch ein paar mehr. Kann ja nicht schaden. Hier ist so, genau. Bleibt ein Barren übrig. Ja, meinetwegen. So, dann brauchen wir noch ein wenig Holz. Dann nehmen wir das Eichenholz. Oh ja, ist nicht viel da, aber macht nichts. Und natürlich noch Hebel.
Haken. Heal. So. Und damit wieder zurück zum Kreisdorf. So, jetzt will ich das umsetzen. Und das kann ich dann bei den anderen Plätzen da auch machen. Denn die Tiere sollen es ja gut haben. So, die Tür muss ich von Hand zu machen. Hier, genau da kann ich hier mal von oben reinspringen. So, also das heißt, wir machen das hier weg und dann kommt da Holz hin. Und die Hebel daneben. Na, so. So, genau. Sieht ein bisschen doof aus, aber ist okay. Ja, ansonsten lassen wir das hier. Ach, wir können mal hier, wenn wir das Zeug schon mit haben, so ein bisschen Stroh in die Ecke packen. Haben wir jetzt hier einen Ausgang? Nö. Da ist er. Nein, nicht so. So, genau. Da drin haben wir das Wasser, ja, okay. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ach, gar nicht. Also ich meine, nicht durch ein Tor, sondern hier, so. Okay, so, jetzt zum nächsten Stall. Oder Weide, oder wie auch immer. Und da vorne, da wollen wir das jetzt auch machen. Und dann will ich noch zwei weitere machen. Und dann noch ein paar Hühner, die lassen einfach so herumlaufen dann. Oh, Moment, ich muss ja dahin. Okay, und der Dingsbums wird gleich abgebaut hier. Hier bleibt dran. So, den bauen wir jetzt ab. Wir haben genug Schweinchen hier. Nö, der wollte schon. Oh, wieso dauert das so lange? Ich habe den Rechner neu hochgefahren, gerade eben, so wie immer. Nun, wir machen das jetzt mal. Ja, genau, wir machen das so. Wir machen hier. Hier, würde ich sagen, machen wir eins hin. So. Dann brauchen wir dies hier und die Hebel. Ach, da müssen wir noch Wasser reinpacken. Ja, okay, das machen wir noch. Ja, egal. So. Hebel und dann hier. Ausheben. So. Ich habe keinen Eimer mit und von da oben aus komme ich wahrscheinlich sowieso nicht hin. Dann machen wir auf der anderen Seite sowas auch noch hin. Gleich hier. Ich muss aber Holz haben. Habe ich da drüben jetzt Holz hingemacht? Ja, doch, habe ich. So. Mit dem... mit der Schaufel. So, jetzt brauchen wir noch Eimer. Eimer. Ha, hm. Haben wir hier wahrscheinlich... Nee, haben wir nicht. Ja, na gut. Ich glaube, ich muss mal einen Wegpunkt anlegen für das Lager hier. Obwohl das eigentlich ja egal... Moment, wo ist denn das Lager? Da vorne. Ist ja eigentlich egal. Wenn ich mich denn teleportiere, ob ich mich dann hierhin teleportiere oder ins Hauptlager... Ja, gehe ich mal da rein, ist ja egal. So, dann... Was wollte ich jetzt eigentlich? Ein Eimer. Ja, ich habe sogar einen Eimer da. Aber leider nur einen. Aber ich habe Eisen da, dann kann ich mir... noch einen bauen. Ja, schön. Wenn ich denn... Hier, da, die Erde kann weg. Wie baut man die jetzt gleich nochmal? So doch, oder? Ja, genau. Aber es ist nur einer jetzt. Ich würde sagen, einer genügt auch. Okay. Ich muss hier mal ein bisschen Zeug rausnehmen hier. Das Ei kann ich gleich wegschmeißen hier. Fichtensetzlinge. Oder überhaupt die Setzlinge können auch weg. Fichtenholzbretter lasse ich nochmal da. Denn ich werde wahrscheinlich neue Zäune bauen müssen. Okay, gut, dann sollte es mal genügen. Ja, das Ei. Ist egal, wo ich rausgehe. Wenn ich denn nur überhaupt rauskomme. Ja, so. So, ein Ei in die Landschaft. Na, war nichts drin. Ah, Moment, ich muss die Eimer schon auswählen. Okay, so. Dann haben wir da vorne gleich die Weide fertig und dann ist es auch schon wieder Nacht bald.
Der Abend, wie sagt man eigentlich beim Abend? Der Morgen graut. Also wenn es von Nacht auf Tag übergeht. Hallo, geh doch da rein jetzt. Die Nacht dämmert. Oder dämmert herauf. So, ja, genau. So, jetzt brauchen wir noch Mehl. Oh ja, ich wollte ja noch hier so eine kleine Sohle hinmachen. Ja, das ist natürlich sinnvoll. Machen wir hier hin. So, da kann wieder ein bisschen Erde rein hier. Das muss ja nicht so tief sein. Jetzt müssen wir natürlich auch noch mit Wasser auffüllen. Und Sand? Ja, nee, Sand brauchen wir nicht. Dann noch ein bisschen davon. Machen wir mal was. Na, wo machen wir das denn hin? Auch hier. Wenn die Schweinchen da mal Platz ließen. Oh nein, da können die ja raus. Oh nein, 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 nein. Geht weg hier. Nein, weg da. Ach, und da können sie ja auch raus, da aus dem... Okay, wir müssen das höher machen. So, jetzt können sie nicht mehr raus. Dann kann ich aber auch den Hebel höher setzen. So, okay, gut. Das muss ich eben erstmal kapieren. Dann müssen wir das bei dem anderen auch mal machen. Aber die soll natürlich hier nicht raus können. Wie ist es hier? Da muss ich das ja auch machen. Schnell noch in der Nacht das machen. Hebel. So. Hebel umsetzen. Okay, so, jetzt gehe ich mal ins Bett. Und zwar da drüben, damit ich dann gleich daran denke. Oder vielleicht kriegen wir das noch nachts hin. Jetzt mal schauen. Wo muss ich hinlaufen? Aua! Der Kleine, der lässt mir sowieso keine Ruhe. Ja, so, okay. Ich will das doch jetzt lieber Tür zumachen. So, wenn ich denn jetzt... Ja, ich kann schlafen. Okay, gut. Damit haben wir schon mal ein dringendes Problem weniger. Ja, verbrennt ihr normal da schön. Da vorne brennt auch einer. Also, jetzt müssen wir uns da um den Kuhstall hier kümmern. Moment, Tür zu. Aua! Oh, ich brenne da immer noch. Moment. Ins Wasser. Nö, ist vorbei. Okay, gut. Wo kommt denn die Kuh her? Die ist ja gewiss hier schon raus. Ja, na. Moment mal, wo sind denn alle anderen Tiere hier drin? Da war noch mal ein Bär dran. Sind die alle raus jetzt? Können auch da. Ah ne, da habe ich Abstand gelassen. Okay, gut. Aber hier können sie raus. So, aber dort, hier dürfen sie doch nicht raus. Oder können die über die Hebel da hoch? Dann bauen wir da nochmal einen... Was ist denn das hier? Schwarzeiche? Ja, ich glaube, das ist Schwarzeiche. So, da sollten sie nicht mehr rauskommen und da dann auch nicht. Ja, ich darf da nichts mehr hinmachen. Ja, ja, genau. Ach ja, da muss man ja dran denken. Ja gut, was machen wir denn jetzt? Das sind zwei Schweinchen nur. Und eine Kuh. Das ist ein bisschen wenig, aber okay, gut. Hier passt ansonsten alles. Okay, gut. Jetzt müssen wir nochmal die Kuh wieder einfangen. Ja, dann brauche ich ein Lasso. Gut, ab ins Lager. Moment, das hier. Und dann brauche ich ein Lasso. Moment mal. Werkzeug, da haben wir eins. Dann habe ich da noch ein bisschen was entdeckt, hier was raus kann. Zum Beispiel das da und das da und das da. Sehr gut. Nur mal munter weg damit. Ja, okay, gut. Dann wieder zurück. Sammeln wir die Kuh ein. Ja, doch. Nee, Kreisdorf hier, so. So, Musik ist immer noch ein bisschen zu laut. Wie sieht's aus mit Aufnahme? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit.
Ich meine jetzt nicht für die Folge, sondern wo muss ich denn hinlaufen hier? Bis... Hä? Ich kenne mich gar nicht mehr. Achso, ja, ha, okay. Jetzt, Moment, nein, ich will ja dahin. Sondern bis ich eine neue Aufnahme beginnen muss. Hier eine kurze Unterbrechung. Nee, 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 das will ich jetzt nicht einsammeln hier, das Zeug. So, Kuh, du bist dran. Du sollst wieder zurückkommen. Hallo Kuh, komm doch mit jetzt. Ah, jetzt. Ja gut. Vielleicht muss ich einfach nur kräftiger ziehen da an der Leine. Nö, die hängt sich da ein. Ah, jetzt. Okay. So. Jetzt müssen wir schauen. Eigentlich müsste es funktionieren, dass ich die Kuh jetzt hier so reinziehen kann. Ja, genau, genau, genau. Ja, siehst du, so. So genau, so. Sehr gut. Und das war jetzt alles hier. Keine weitere Kuh mehr.